Wir sind wieder zu Gast in der spätberufenen Schule in Fockenfeld. Auf dem Stundenplan steht heute Latein. Und in 2 Wochen gibt es für alle Interessierten etwas ganz Besonderes, ein Schnupperwochenende. Ja, das Schnupperwochenende von 17. bis 19. Februar möchte einen guten Einblick in unser Leben hier im Haus, in der Schule, im Seminar geben. Ja, sowohl in den Wohnbereich als auch in den Unterrichtsbereich oder in den Freizeitbereich. Einfach alles, was sich hier im Haus abspielt. Und das wird auch Thema des Wochenendes sein. Mehr als Abitur. Mit diesem Slogan wirbt Fockenfeld. Und beim Schnupperwochenende soll deshalb auch in alle Bereiche geschaut werden. Das Wochenende wird also beginnen mit einer Begrüßung, natürlich ist klar, und einer ersten kurzen Einführung, ja, wie das Seminarleben hier ist. Und dann der Abend wird mit Kegeln verbracht, der erste Abend. Der nächste Morgen ist dann so ein meditativer Einstieg mit Gebet und dann ist Unterrichtsbesuch. Ja, dann gibt es Informationen über die Schule, da gibt es vom Schulleiter oder auch vom Oberstufenbetreuer, der dann da informiert tiefer, welche Fächer und was alles in der Schule ist. Und der Samstagnachmittag beschäftigt sich dann mit der Wanderung, ja, nach Konnersreuth. Dann gibt es noch so ein sportliches Angebot und am Abend, wie sich das so gehört, gehört die Gemütlichkeit in Bayern dazu. Ja, der Kneipenabend mit Spielen und auch Getränken. Ja, der Sonntag natürlich dann wieder mit Gottesdienst und immer Informationen, wenn noch Fragen sind über Schule und Seminar. Mehr zum spätberufenen Seminar gibt es auch im Internet unter fockenfeld.de.